Guten Abend zusammen. Ich möchte heute etwas kurz erzählen über das Ausräuchern von Wohnungen, Räumen, Autos oder was auch immer. Also seid gespannt, wie es da dampft und räucht. Mein Name ist Christian Frautschi, Professor des Lebens. Schön, dass du dabei bist. Also, ich sage halt vielen Leuten manchmal in der Praxis, du solltest halt vielleicht ein bisschen deine Wohnung ausräuchern. Ich denke, dass da schon ein bisschen bestimmte Seelen, Menschen darin rumhängen, die nicht so gut sind. Das gibt es halt im Leben, es gibt das Positive und es gibt immer das Negative. Das Negative schadet manchmal, manchmal sehr oft, und das kann man ganz einfach ein bisschen beheben. Ich habe auch schon mal eine Wohnung ausgeräucht. Ein Kollege sagte mir, du, in dieser Wohnung habe ich extrem viele Mieterwechsel. Und jedes Mal, wenn wieder jemand eingezogen ist, geht es 2-3 Monate und ich bekomme wieder die Kündigung. Irgendetwas muss in meiner Wohnung, die ich da vermiete, nicht stimmen. Gut, ich ging hin, kam in den Raum, sagte, ja, okay, da ist eine alte Frau drin. Die ist nicht so gut, also die meint es nicht so gut mit den Menschen oder mit den Leuten, die da drin sind. Ich sagte, du, das ist eine alte Frau, die ist irgendwo in der Umgebung und die geht jeden Tag ins Kloster zum Beten. Es war in Einsiedeln. Da hat er mich mit so großen Augen angeschaut und hat gesagt, weißt du, vor 3 Jahren hatte ich eine Mieterin da drin, eine junge Frau, die hat ihr Leben gelebt. Und die hat aber einfach nicht das gemacht, was die liebe alte Großmutter ihr gesagt hat, was sie tun soll. Sie soll jeden Tag ins Kloster hinauf, den Rosenkranz beten und, sonst werde es ihr nicht gut gehen. Diese junge Frau wurde immer komischer, verzweifelter, apathischer. Und irgendwann ist sie da vorne aus dem Fenster gesprungen und weg war sie. Für immer. Sie war im 3. Stock. Gut. Ich habe gesagt, okay, das hängt noch da drin. Diese alte Dame ist noch da drin. Diese Seele dieser Dame ist noch da und diese Energie ist noch da. Also, mach Folgendes. Ich räuche dir die Wohnung aus mit weißem Salbei. Anschließend sagst du deiner Putzfrau oder wer das auch immer macht, sie soll, das war eine alte Wohnung, mit Holzwänden, mit so weißen Holzwänden, soll sie die Wände mit Essigwasser abwaschen, mit einem feuchten Lappen, einfach die ganze Wohnung, die Wände mit und den Boden aufnehmen mit Essigwasser und dann ist das okay.
Es war dann auch okay und er hatte danach nie mehr Probleme mit seinen Mietern. Ja, das gibt es wirklich. Es gibt es viel mehr, als ihr denkt. Es gibt halt sensible, empfindliche Seelen, die spüren das. Und es gibt andere, denen ist es wortwörtlich scheißegal. Aber eben, ich habe mal ein Auto gekauft. Wenn ich mich in dieses Auto gesetzt habe, habe ich einen Druck auf dem Herz gespürt. Es war mir unwohl. Okay? Ich habe das Auto dann mehrmals mit weißem Salbei herausgeräuchert und das Problem war behoben. Es ist ja mein Job, es ist meine Aufgabe, durch meine Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, dass ich natürlich solche Dinge sofort wahrnehme. Und wenn es dann auch noch mich selbst, respektive mein Auto betrifft, ist halt Handeln angesagt. Mehrmals ausgeleuchtet und es war okay. Kurze Zeit später bin ich bei einem Garagisten hingefahren. Da sagte er, du, von wem hast du das Auto gekauft? Ich sagte, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass diese Person sehr unter Druck stand und Herzprobleme hatte. Da hat er gesagt, ja, ich kannte den Vorbesitzer von diesem Auto. Er hatte wirklich Herzprobleme, gesundheitliche Probleme, hatte zwei Herzinfarkte und ist dann, hat seinen Job geschmissen als Banker, ist ausgewandert in die Philippinen und ist dort, weil er halt eben ein bisschen Geld hatte, umgebracht worden. So ist das Leben. Also, kurze Rede, langer Sinn. Ausräuchern ist immer eine gute Idee. In eine neue Wohnung kommt, ein neues Fahrzeug bekommt, egal was, oder mit Leuten zu tun hattet, die euch nicht so gut gesinnt waren, dürft ihr euch abräuchern, räuchern, ausräuchern. Es gibt hunderte von Anweisungen und Büchern, wie soll man räuchern? Soll man mit einer solchen Schale, wo da eine Kohletablette hineingelegt wird und dann entsprechendes auf das Thema bezogenes Räuchermittel, Kräuter oder was auch immer draufgelegt werden und das so ausgeräuchert werden? Soll man es mit Räucherstäbchen machen oder mit irgendwas angezündetem speziellen Holz oder was auch immer? Ich sage, es ist ein Riesengeschäft für die, die es machen. Wenn sie das wollen, sie sind für sich selbst verantwortlich. Aber es geht ganz, 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 ganz einfach. Ich habe noch nie mit irgendetwas anderem ausgeräucht und das habe ich wirklich viel gemacht. In meiner Arbeit habe ich mit so vielen Leuten zu tun. Ich räuchere mich jeden Abend zu Hause ab oder in der Praxis. Einmal in der Woche wird die ganze Praxis ausgeräuchert und das spürt man und das hilft. Also, wie ich es mache ist, ich nehme so ein ganz normal in der Haushaltabteilung käufliches Sieb, Metallsieb, nicht Kunststoff, das ist nicht so gut die Empfehlung, lege da weißen Salbei hinein, nehme Streichhölzer,
zünde das an. Bis es so ein bisschen richtig brennt. Könnt ihr das sehen da? Dann puste ich es aus. Und ihr seht, wie es so wunderschön riecht und auch der Geschmack. Ich liebe diesen Geschmack von diesem Salbei. Das ist weißer Salbei. Bekommt man in jedem Esoladen oder wo auch immer. Und laufe so in der Wohnung herum, in der Praxis herum und räuchere das Ganze richtig schön fest und satt aus, bis alles so schön eingenebelt ist. Anschließend sehr gut lüften, bis man fast nichts mehr riecht. Und okay ist es. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich ausräuche, muss ich das Vaterunser beten oder was auch immer. Das kann man alles machen. Aber wenn ich mit Gedanken da bin und ausräuchere, ich räuche nämlich bestimmte Personen heraus oder was auch immer, sondern einfach, es ist eine Reinigung mit dem reinsten, guten, weißen Salbei. Ich verwende hier den losen Salbei, getrockneter, loser, weißer Salbei. Und weil ich kann den schön zerbröckeln und hineinlegen. Wenn man unterwegs ist, zum Beispiel in den Ferien, nehme ich meist so ein Bündel mit, den man anzündet und so ausräuchert. Ist auch eine Möglichkeit. Das Problem ist halt einfach, man muss es, wenn es fertig ist, wirklich ersticken, entweder im Sand, dass man ein Gefäß mit Sand dabei hat, oder zum Beispiel einwickeln mit einer Aluminiumfolie, so wie ich es jeweils mache, dass es erstickt und dann kann man es x-mal wiederverwenden. Also, liebe Leute, das ist nicht einfach nur Humbug. Humbug ist, dass man glaubt, dass man ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Kraut oder was auch immer nehmen muss. Das ist Humbug, aber alles andere ist sehr, sehr effektiv und hilfreich. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausräuchern. Ach ja, vergesst nicht, im Urlaub, im Hotel, hat es Rauchmelder, Brandmelder. Also meistens, zum Beispiel in Amerika, hat es einen Rauch- und Brandmelder und sogar so eine kleine Düse. Ihr wisst, wenn es losgeht, Koffer packen. Also, schaut darauf, auch in einem Büro, in einem Geschäft, hat es einen Rauchmelder, müsst ihr dies ausschalten. Ausschalten lassen, sonst stehen irgendwo dann die Feuerwehrleute auf dem Platz. Also, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.